Nein, das gefällt mir nicht. Und da unten waren ja noch welche. Jetzt muss ich wieder auf die Lampe umschalten und dann kann ich F drücken. Eben hatte ich noch ein E. So. Da kann ich mich verstecken. Wo ist jetzt der alte Chemiebaukasten? Soll er das sein? A beaker, a thermostat. Ja, das ist nicht. I think I can fix my lamp. Klemmt. Haben wir alles. Oh. Ist aber auch den Raben schwarz, ne? Nichts mehr zu sehen. Na, das leere Pillenfläschchen. Klemme ich mir jetzt? Durchsuchen kann ich den nicht, da kann ich mich nur drunter verstecken. Das ist draußen. Oh, da war Nähzeug drin. Jetzt die Lampe alle. Cool. Ich reiß schnell hin, denn das geht schneller und dann werde ich gleich nach Hause laufen und mein Kind füttern, wenn das geht. Aber die paar Tage sind doch noch gar nicht um. Paar Tage sind für mich mehr als ein Tag. Wir sind auf Tag 2. Ich setze so viel Logik voraus. Umziehen nicht vergessen. Heimischer Herd. Kann ich mir denn jetzt wenigstens meine Fütterungsanlage abholen? Ach nee, ich bin zu Hause. Ja, ich komm, Kind. Oh, Kind, ich bin da. Die Mami ist da. Ach so, das kann ich ja vielleicht sogar so machen. Warte mal. AI. Herstellung. Ich kann keine Babymilch herstellen. Ich brauche reines Wasser. Okay. Das kriegen wir hin. Aber die Babymilch ist doch irgendwann auch alle. Good girl for eating well. You can't be too sick if you're that hungry, can you? What is it? Starve a cold, feed a fever. Oh, feed a cold, starve a fever. They're both unscientific rubbish, aren't they? Puh. So, das dein Labor reparieren, dann machen wir das gleich mal.
Now I just need to replace all my chemicals. Stuart. I've got to talk to Stuart. Maybe he's got the chemicals I need squirreled away somewhere. 9 Punkte gibt's aber reichlich, ne? 10 habe ich jetzt wieder. So, dann wollen wir mal gucken. Was ist das? Fußstapfen sind beim Schleichen zweimal weiter zu sehen. Das ist gut. Das kostet aber 5. Ist verfaulte Nahrung, ohne dass sie schlecht wird. Kann ich irgendwo mehr tragen? Gut. Und was ist das? Pflanzen bringen mehr Ressourcen hervor. Das sind nur... Das ist nicht verkehrt. Die anderen spare ich wieder. Bestandteile für Bomberfreund finden. So, dann gehen wir erstmal raus und wir gucken mal, wo sollen das sein. Ach, weiter geht nicht. Schutzraum. Die Bestandteile für den Brombeerfreund. Schutzraum. Peaches, ja, das ist die. Schlechte Chemie, den Chemiker besuchen. Was sollen wir denn tun? Wir haben hier noch eine Nachricht an alle Bürger von Kindern. Gemäß der Anweisung der Besatzungsbehörde sollen nun alle Kinder, die am 22. Juli unter 13 Jahre alt sind, beim Staatssekretär gemeldet werden. Bitte bringt eure Kinder am 22. Juli um 9 Uhr am Bahnhof Verlinkenwels, damit sie nach Deutschland gebracht werden können. Ja, das kennen wir ja. Da muss ich hin. Mit Mrs. Pankhurst sprechen. Ja. Den Chemiker besuchen. Der ist ziemlich weit weg, ne? Ja, da markiere ich mir... Das kann man aber nicht. Das geht nicht so exakt, ne? Na gut. Ich habe ja auch gar kein Geld. Die muss ich alle mitnehmen. Wir brauchen Zeug. Das hat ja nichts. Gar nichts hat sie. Oh, wir haben 32 Minuten. Cool. Ich sage immer, wenn ich die Zeit vergesse, dann macht das Spaß. Aber naja, ich weiß es noch nicht. Ja. Du mich auch. Irgendwie bin ich hier falsch gelaufen. Glaube ich. Ich bin dran vorbeigelaufen. Ich habe mir auch gar nicht hingeguckt. Ich bin mit meinen Gedanken ganz woanders. Ah, scheiße. Da müssen wir doch rein. Zu ihr wollte ich. Ach, hier ist ja noch so ein Mülleimer-Ding. So. Vielleicht kann ich ja was verkaufen. Pillenfläschchen. Wo haben wir die? Wo haben wir? Wo haben... Das ist leere verkaufen. Mein erstes Geld. So, wir werden schon wieder jetzt andere Sachen finden. Wo sind denn hier die... Das sind leere Pillenfläschchen, ne? Nee, das ist... Entschuldigung. Wo sind denn die Pillenfläschchen? Das sind Herstellungsmaterialien. Babymilch. Ich will aber nicht herstellen. Ich will kaufen. Hat's... Got anything yummy in you? Teeblätter, Kuchen, Brot, Dörrfleisch. Das will ich aber alles gar nicht. Ich, dann reden wir mal. You look well. Hello, Miss Boyle. Usual. Mehr kann ich hier nicht machen bei ihr. Well, is that a new suit? It's fantastic. Wait. I forgot to tell you the punchline. Hier darf ich hin.
Toilette ist gut. Sorry, Mustache. I hope the baker comes back from holiday soon. Cool. Viel geht hier nicht, ne? Ich weiß nicht, was wir hier machen sollen. This way. Bin ich falsch gewesen? Ja. Scotch ist immer gut. Gut. Ach, hier ist die Dame. Oh. Da kommt sie angewackelt. Mrs. Pankhurst. How have you been? Couldn't be better. I was having dizzy spells, but they've gone away. Isn't that wonderful? When things just sort of cure themselves? I've been meaning to go visit the Reform Club, but my old outfit... I seem to have filled out a bit since then, if you can believe that. Oh, remember when I made you that lovely nurse's uniform? For the Reform Club? You know, I've always wanted to visit there. Wanda's such a good friend of mine, but she never tells me what goes on there. I imagine they drink tea and discuss how to reform government and things like that. Sort of. Not exactly. Could you wangle me an invitation? I keep asking my friend Wanda, and she always promises, but somehow it's always next week. I ought to be able to manage that. If you could get me an invitation, I'd be ever so thrilled. We could go together. I'll come by when you've got one. Your new outfit should be done by then. Gut. I wish I'd learned to sew. Well, I don't wish it. I probably have become a seamstress like Mum. Hier ist auch nichts weiter. So, der kann weg. Wir brauchen also eine Einladung. Das ist aber noch nicht... Das geht noch nicht, ne? Eine Einladung. Ich will nur gucken, ob mir auf der... Ach, das ist gleich hinter mir. Wir können ja mal gucken. Gucken schadet nix. How can I help you? Have you got my bird feeder? No. Not quite. Check back in a little while. Ach so. Ich dachte, das wäre hier mit dem Reformklub. The first thing to do is ask the diner, have you had enough joy today? Hä? What's your fancy? Forgotten no morning joy. What can I do for you today? Kurzschließer. Eine Leuchte. Ich glaube aber, ich habe eine... Der Schlittenfahrer. 50. Alles klar, ich brauche Geld. So, dann hätten wir das auch geklärt. Dann werde ich mal schlechte Chemie, muss ich dann jetzt machen, ne? Den Chemiker besuchen, das ist sehr weit weg. Und ich muss aufpassen, wo ich mich hinstelle. Aber ich denke mal, der Weg hier könnte nicht der verkehrte sein. Wie ist das eigentlich nachts? Darf sie nachts rumlaufen? Und was sind Schutzräume? Da war ich noch nicht einmal drin. Ich schaue nur... Wartet. Ob hier Dinge sind, die ich gebrauchen kann, wie, was sagt mein... Ja, ich habe noch Platz.
Deswegen gehe ich hier den einen oder anderen Umweg. Ja, da hinten war nur eine Mülltonne. Wer weiß, wie der Typ da reagiert. Da saß einer auf mit einer Zeitung in der Hand, falls das wer nicht gesehen hat. Love Toy Story. Toy Story? Nee, Shop. Wunder mich schon. Balsamösen Rosenblütenblatt. Ah. Das muss ganz schnell gehen. Ich traue denen hier allen nicht. Mal gucken, ob wir hier überhaupt weiterkommen. Schlechte Chemie. Ach, jetzt muss ich hier wieder... Da kommen wir ja bestimmt nicht durch. Ja. Was mache ich denn? Bloody revolvers. I've got a sunshine somewhere, haven't I? Noch ja. Muss Sonnenschein herstellen. Wir gucken auch gleich mal. Ne, hier war das, ne? Ich kann keinen Sonnenschein herstellen. Vogelbeere. Wieder viel zu lesen. Wahrscheinlich sammle ich die gleichen Briefe ein, die ich mit Arthur schon eingesammelt habe. So, jetzt müssen wir jetzt mal gucken. Vielleicht sollte ich mir mal so einen Schutzraum angucken. Dafür, dass sie nicht basteln kann, sammelt sie aber so ein Zeug auch ganz schön oft ein. Und man findet jetzt ganz schön viel. Wo ist jetzt der Schutzraum? Vor mir. Der muss ja irgendwie... gekennzeichnet sein, dachte ich. Schlechte Chemie? Genau da. Aber nicht da. Dahinter wahrscheinlich. Muss man ja mal angucken. Toll. Der Schutzraum. It's funny, you know. If there hadn't been a war, they weren't all stoned on joy, they'd have never let me be a chemist. Shop girl at a chemist, maybe. Da stehen aber zwei Polizisten. So. Gleiszuganlage. Alles klar. Wir kümmern uns mal, dass wir da hinkommen. Bisschen Zeug kriege ich ja zusammen. Ah, das ist die Stelle, da ist bei Arthur was vergraben hier. Das ist hier auch. Odd. Those peepers weren't there before. Why are they trying to keep people out? Nix da. Ist von allein aufgegangen. Well, if it isn't Sally Boyle.
himself is upstairs tinkering. When will he be? It's been weeks now. It's a device you left behind. Apparently, it's quite clever and complex. I just came to buy some chemicals. Over my cold, dead body. Fiona. It's not just borrowing my man while you were here. I could have got over that. It's the ambitions you put into him. Fiona, I'm sorry. He wants to be more than a village chemist. How's that, I says? Will you go to London to study to be a doctor? Will you take over Haworth Labs? She still wouldn't take you back, I says. But you sold him the stars. And now he can't barely see where he's going. Maybe he liked me because I thought he could be more. You ever think of that? Get out of here. Get out, you witch. And don't let the door hit you in the arse on the way out. Das lief ja nicht so gut. Und was soll ich jetzt machen? There you are. Get out of here. Get out, you witch. Well, she's mellowed. Fiona says Stuart's been working on my old pituitary extractor. Maybe I can get it back from him later, when she's not in the shop. Wait. Mm-hmm. Harry Cavendish. He still works with the labs, doesn't he? And he owes me a favor. I'll drop by his house. Harry besuchen. Das ist ja hier gleich um die Ecke. Das lief nicht gut, das Gespräch. So, wir gucken mal. Ah, hier ist noch ein Eimer. Ich denke mal, ich kann mich auch ein bisschen... Ich muss mal gucken. Naja, noch geht's. Herstellen. Heilbalsam. So. Fehlt mir immer noch Bleichmittel, habe ich Mehlsack, leeres Pillenfläschchen, habe ich immer noch 5 Vogelbeeren. Die werde ich hier aber nicht finden. Die müsste ich aber da finden, wenn ich... Nee, hier ist nicht die richtige Tür, ne? 1 Meter. Hier war eben ein E, oder? Hä, was soll denn das? Oder nicht? You take your joy immediately. Klemmt. You take your joy immediately. Was soll ich denn jetzt hier? Ich stehe bei ihm vor der Tür und komme nicht rein. Ach, hier ist noch eine Gasse. Na toll. Hast du dir die Haare gekämmt? Mehr Text kommt hier nicht. Babyfüttervorrichtung. Tja, keine Ahnung. Verlorene Briefseite. Ich lese mir das mal durch. Ich guck mal jetzt in der Pause, ob ich hier was rauskriege. Vielleicht bin ich nachher auch ganz woanders. Denn bis zum nächsten Mal. Tschüss.